Herzlich willkommen zum VBU-Podcast Marken- und Unternehmenskommunikation mit unserem Kollegen Ralf Haßfort. Hallo. Wollen wir ein Stückchen weiter gucken bei der Marke Markenstrategie? Wir hatten gerade über den Markenkern gesprochen, über die Aussagen, über die Philosophie, über Qualität von Produkt und Leistung. Und sind dazu gekommen, dass dem Markenkern aber auch solche Sachen wie die Handlung oder das Design halt drin sind. Schauen wir uns das mal etwas weiter an. Stellen wir Markenkern hin, dann werden wir sehen, wir haben ganz wichtige Dinge da, wie Name, Logo. Darauf kommt halt jeder noch. Name, Logo für eine Marke, klar, jedem fällt ganz viel ein von blauen Dosen. Ja, und da kommt man nämlich schon auf das Nächste. Nämlich auf Farbwelten und Formen. Quadratische Schokoladen oder Bohrhammer in einer roten Farbe, elektrische Geräte mit einer grünen Farbe. Ihnen fällt sicherlich ganz viel ein, wenn ich sowas sage. Die haben es geschafft, die haben eine Marke konzipiert, sie haben einen Markenkern, den sie nicht verlassen, den sie vielleicht mal durch andere Personen oder ähnliches halt übertragen lassen, aber der in sich schlüssig dargestellt wird. Daher kommen wir mit einem Claim, mit einem Slogan. Ah, brauchen wir. Wir müssen unsere Marke vielleicht mal erklären mit kurzen Worten, mit vielleicht 1, 2, 3. 3, 2, 1 hatten wir auch schon mal als Marke. Okay, Bildsprache. Wer sind Markenbotschafter? Schauen wir uns den an, den werden wir beim VBU immer wieder sehen, weil das ein prägnantes Bild ist für diesen Verbund. Bildsprache. Auch in anderen Medien Bildsprache. Wie agiert, wie interagiert man? Wie tritt man auf? Nehme ich sie per sie oder spreche ich sie per du an? Also, wie wär's? Ja, das wäre halt ein anderes Herangehen. Wäre halt eine andere Tonalität, die da drin ist im Auftreten. Farbweltform hatten wir schon gerade besprochen. Was ist überhaupt unsere Botschaft? Was wollen wir? Auf welche Kernaussage wollen wir raus? Was ist dieses Ding? Ja, was kann es? Was wollen wir rübertragen? Was sind die Merkmale, die allein für uns stehen und nicht für all die anderen auch? Womit kommen wir als Marke bestens bei dem an? Oder bei ihr, die wir erreichen wollen. Botschaft. Die Totalität. Ist es halt dieses Zackige, der Kasernton? Oder ist es ein schwammig weiches? Ist es irgendwas dazwischen? Ist es die sommerliche Stimmung? Ist es halt irgendwo der Hochschulrahmen, in dem wir uns bewegen? Tonalität. Das wird eine Marke mit prägen. Natürlich auch die Kommunikationsmittel. Was ist es? Was wird herausgetragen werden? Wer trägt es heraus? Was sind das, diese Sachen, die beim Kunden in der Zielgruppe halt bleiben, die über unsere Marke mit den Leistungen, mit den Produkten, mit den Besonderheiten sprechen und sie immer wieder aufzeigen werden? Kommunikationsmittel sind es. Welche Medien, welche sozialen Medien nutzen wir? Haben wir Filme bei YouTube? Haben wir Kinowerbung? Haben wir kleine Tüten, Pakete oder ähnliches, die genau derjenige, der damit zu tun hat, immer wieder in Verbindung kommt? Verpacken wir unsere Sachen ganz anders? Kommt jemand mit einem besonderen Auto dahergefahren? Sind wir wiedererkennbar? Sind wir markant? Das alles wird im Marke und Markenkern der Inhalt sein. Den gilt es zu definieren. Dabei helfe ich Ihnen, dabei berate ich Sie.